In Griechenland sind die Anführer der rechtsextremistischen Partei Goldene Morgenröte als Betreiber einer kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen worden, darunter auch der Parteichef. Mehrere Parteimitglieder und Ex-Abgeordnete wurden wegen weiterer Straftaten verurteilt. Mein Pavlos, mein Sohn, du hast es geschafft, rief die Mutter des 2013 ermordeten Rappers Pavlos Fussas vor dem Gericht in Athen. 7 Jahre nach dem Mord an dem antifaschistischen Aktivisten und Rapper Pavlos Fussas bezeichneten die Richter die Goldene Morgenröte einstimmig als kriminelle Vereinigung, die sich als politische Partei getarnt habe. Der sterbende Pavlos hatte einen Parteifunktionär am Tatort in Piräus als Messerstecher identifiziert. Der Vater von Pavlos? Wir, seine Mutter und ich, fühlen uns gut, aber wir werden uns noch besser fühlen, wenn wir sie hinter Gittern sehen. Es ist sehr gut, dass sie als kriminelle Vereinigung verurteilt wurden. Das Recht ist so auf der Seite meines Sohnes und von uns allen. Wir wollen sie im Gefängnis sehen, ganz tief im Gefängnis. Viele in Griechenland nennen das Gerichtsverfahren, auch wegen seiner Bedeutung für Polizei und Justiz, unseren Nürnberger Prozess, ein Staatsanwalt. Alle kriminellen Aktivitäten wurden vom sogenannten Führer angeordnet, alle Morde und Mordversuche. Das ist die erste Rechtsprechung für die Opfer von Nazi-Gewalt. Auch 11 ehemalige Abgeordnete, die nicht zum Parteivorstand gehören, wurden verurteilt, Mitglied der Organisation zu sein und bei ihren illegalen Aktivitäten mitzumachen, ebenso 2 hochrangige lokale Beamte. Von 65 Angeklagten erschienen nur 11 im Gerichtssaal, keiner aus der Führungsgruppe. Sobald Haftbefehle ausgestellt werden, haben die Behörden einen Plan, alle festzunehmen. Ein Staatsanwalt über die politische und juristische Bedeutung. Es ist eine Botschaft der Bestrafung und nicht der Straflosigkeit, eine Verbotsdrohung an jede faschistische Gruppe, auf unseren Inseln, an unseren Grenzen, in unseren Städten, wo auch immer. Nach dem Urteil kam es zu kleineren Unruhen, sie endeten nach kurzer Zeit. Dieses Urteil bestätigte, was seit vielen Jahren öffentlich bekannt war, dass die Goldene Morgenröte tatsächlich eine Organisation ist, die aufgebaut wurde, um Straftaten zu begehen. Es ist ein klarer Sieg über den Rechtsextremismus, nicht nur in Griechenland, sondern auch in Europa.